Hallo zusammen, hallo Freunde. Du Papa, lass uns doch mal was mit der Schaufel probieren. Guck mal, was ich habe. Ja, okay. Na, eigentlich habe ich keine Lust drauf, oder? Jetzt komm, jetzt sei kein Frosch. Menno, ich bin kein Frosch. Ja, okay, weil du es bist. Cool. Also gut, dann lasst uns mal was mit der Schaufel probieren. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Dann bis gleich. Okay, ich mache jetzt erstmal alles himmelblau. Das heißt praktisch der Untergrund. Ich lasse es schon mal hier ein bisschen über die Ecken laufen. Dann fließt es nachher auch besser über die Ecken. Ich habe jetzt hier was kleinere Becher, die sind etwas kleiner wie die vorigen. Dadurch muss ich zwei Becher anrühren. Okay. Na, komm schon. Ihr seht vielleicht auch den Untergrund vom vorigen Bild. Okay, war doch etwas wenig Farbe trotzdem. Ja, und auf diesem Rahmen haftet die Farbe nicht so gut. Merke ich immer wieder. Aber gut. Mal schauen, wie es an der anderen Seite aussieht. Ja. Oh, das kann ich nachher noch kaschieren. Jetzt nicht so schlimm. So. Ich habe jetzt hier das Elfenbeinschwarz. Und ein transparent rot mittel heißt, also auch von Amsterdam die Farben, dass ihr hier seht. Das ist Ivory, das ist von Expert, und das Himmelblau. Also Himmelblau ist deckend, dieses Ivory ist auch deckend, und ich denke mal für den Kontrast einfach mal schauen, wie es wirkt oder wie es kommt, nämlich das transparente Rot. So, da es vielleicht sonst etwas langweilig wird, mache ich von dem Hellbasilikon 300, ich sage mal zwei Tropfen rein. Das dürfte reichen. Noch etwas umrühren. Jetzt nehme ich aber erst einen Becher hier. Was ist da passiert? Wassertropfen rein. Ich mische mir jetzt einfach mal hier einen Becher. Und zwar rot, schwarz, rot, schwarz. Ich möchte das Bild jetzt auch nicht zu bunt machen. Und ich denke mal, ich nehme da den ganzen Becher hier. Das Rot ist jetzt natürlich durch den Vinylkleber, also ganz normal mit Vinylkleber angerührt, etwas heller geworden. Dunkelt ja aber nachher wieder nach. Jetzt muss ich nur mal schauen, was da passiert ist. Alles sieht aus wie Wasser. Ah, da ist Wasser drin. Habe ich noch einen Wassertropfen reingemacht. Nicht so toll. Aber ich gehe mal davon aus, dass es gut abtrocknen wird trotzdem. Mal noch ein bisschen die Bläschen raus. So, hier auf der Grundfläche ist natürlich kein Silikon drin. Jetzt habt ihr meinen Becher. So. Jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Ich lasse es jetzt einfach hier in die Mitte reinlaufen, dass alle drei Flächen voll werden.
obwohl ich Linkshänder bin. Das war nicht so gut, war zu viel. So dieser Vorführeffekt. Okay. Aha, der hat hier wenig an der Seite. Schauen wir, dass wir es trotzdem hinbekommen. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier drüber. Reicht uns das? Manchmal ja, ne? Manchmal ist weniger mehr. Kennt mich ja. Kann ja nicht aufhören. Und noch ein Becher trotzdem. Und jetzt überlege ich gerade, wo ich den noch hinsetze. Ich wollte nämlich nicht zu viel machen, passt aber auf. Das ziehen wir jetzt einfach hier drüber, weil es gibt da hier auch einen schönen Effekt. Und wisst ihr was, ich lasse das jetzt schon mal so. Hier etwas viel und hier etwas viel. Das werde ich jetzt noch mal etwas runterlaufen lassen. Ja, jetzt kommt mein Wasserfleck, sehe ich gerade. So. Okay, und dieser Tropfen hier ist einfach meine Unterschrift, wobei der nicht ganz schön aussieht. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich es jetzt erhitze. Okay, ich glaube, mein Brenner ist auch schon noch fast leer. Jo. Schade, Mensch, mit diesem Fleck hier. Ich überlege gerade, ob ich den noch rauslaufen lasse. Komm, wir lassen noch ein bisschen laufen. Vielleicht gibt es noch einen schöneren Effekt dann. Es gibt ein Geschnörkel und der Fleck ist weg. Ich hoffe, ich bin noch im Bild, ja. Wenn ich es zu arg laufen lasse, verschwimmt es ineinander. Darum lasse ich das jetzt so. Also es ist ein recht einfaches Bild, aber es sieht, finde ich jetzt mal, cool aus. Ich werde es jetzt nochmal richtig mit dem Heißluftföhn erhitzen. Und dass ich noch schön das Silikon herausbringe und dann war es das eigentlich schon. Crazy. Schauen, dass ich die Kanten nachher dann auch noch zubekomme.
Rein nachher. So. Okay. Ja, ich finde es eigentlich so schon ganz cool. Oder ist es cool? Ja. Denke ich doch auch. Gut, ich lasse jetzt mal wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch wieder von nahem. Ja, das ist cool. Ich bin mal gespannt, wie es aus oder wie es rauskommt, wenn dann das Rot und das Schwarz kräftig rauskommen. Mein Schwarz ist kräftig, aber das Rot. Schauen wir mal durch das Transparent. Okay, dann bis gleich. So, Freunde. Jetzt noch das Bild von Naim. Also ich finde es cool, einfach, dass hier praktisch so dickere Streifen sind, aber dann doch hier noch dünnere geblieben sind. Und also finde ich richtig cool. Mal die erste Bahn. Natürlich etwas verzogen, weil ich es laufen lassen habe. Aber das gibt natürlich diesen Kick, finde ich. Auch hier. Eine schöne Struktur. Dann laufen wir hier zusammen, und zwar jetzt kommen diese Querlinien. Da auch. Und dann praktisch hier noch die drei schmalen Linien. Da kam jetzt auch nicht so viel, nur hier am Rand. Aber es gibt schöne Effekte. Ja. Okay, cool. Das war's von mir schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Versuchen? Ja, ich versuche es nachher im nächsten Video. Also gut, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.